Herzlich willkommen zu einer weiteren Zuschauerfrage zum Thema Nervenengpass. Ich habe seit 3 Monaten ein Ulnaris-Rinnensyndrom. Das ist ein Nervenengpass am Ellenbogen. Ich bekomme dagegen Vitamin B-Spritzen. Es tritt aber keine Besserung ein. Und da ich bereits 74 Jahre bin, möchte mein Arzt auch nicht operieren. Das finde ich im Übrigen ziemlich gut, weil er braucht auch nicht zu operieren. Denn häufig ist es so, dass die Verkürzungen der Muskeln und der Faszien, also des Bindegewebes, so verkürzt und angespannt sind, dass dadurch Nerven regelrecht abgedrückt werden. Sie sollten sich mit dem Manualverfahren der Osteopressur behandeln lassen. Und wenn nach der ersten Behandlung Verbesserung eingetreten ist, dann wissen Sie, dass Sie weder Infusionen brauchen noch andere Vitamine und können dann Ihre Engpassdehnung machen, extra für dieses Ulnaris-Rinnensyndrom und können wieder ganz normal sich bewegen und ihren Arm bewegen und schmerzfrei sein und dann vor allen Dingen auch bleiben. Aber wichtig ist, dass Sie diese Engpassdehnung, die Ihr Therapeut Ihnen zeigt und dann nach Hause mitgibt, dass Sie die dann auch täglich 2 Minuten durchführen. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Wenn Sie Ideen haben, Anregungen, Fragen, dann schreiben Sie mir doch einfach Ihren Kommentar.